Du zwingst Fnatic dazu, Rumble zu bannen. War sehr stark. Oder du sagst einfach, okay, ihr könnt Rumble haben, wir spielen Knarr. Stimmt, aktuell was, haben die... sehr gut dagegen ist eigentlich. Haben die asiatischen Teams mit Gnar wirklich sehr gut performt. Wussten genau, was sie Mari, zu tun haben. Sehr guter Gnar-Spieler. Und da kommt der Kragas-Bann. Die können auch auf Rexer gehen. Also ich denk Rexer ist doch eher der Fokus. Und ihm ist es egal auf der Top-Lane, ob er Rumble oder Gnar spielt. Das bedeutet, SGT nimmt lieber Rek'Sai für das Early-Game. Huni überlassen sie Rumble, weil sie ihn eventuell mit Rek'Sai platt machen, einfach wegen den ganzen Ganks. Genau. Ich denke so, das ist die Taktik dabei. Ob Fnatic das weiß. Ja, da kommt der Rek'Sai-Bann. Das war klug. Ja, das war sehr intelligent. Und da kommt der... Lulu! Super Flexpick? Okay. Ja, ist ein bisschen Flexpick, aber ich glaube, meistens ist es Faker, der Lulu spielt. Warum gibt man Faker eine Lulu? Er ist relativ gut mit ihr und du hast halt... Lulu ist halt auch so ein Champion, wenn du sehr gut mit ihr bist, dann machst du auch viel mehr. Was viele sind halt viel zu passiv und farmen und sagen, okay, hey, ich spiele für meinen AD später. Aber du kannst auch aggressiv mit Lulu spielen und sagen, hey, ich bin hier Early Game Lulu. Und dann hast du auch diesen Speed-Up und hast viel Schaden im Early Game eigentlich. Ich erinnere mich da an Pepinero, der eine LeBlanc in der Mitte komplett fertig gemacht ja, hat. Ja, sie ist sehr gut gegen LeBlanc auch zum Beispiel in der Mitte. Weil jedes Mal, wenn sie reinspringt, machst du einfach Polymorph und dann vor allem später im Teamfight... Dann stirbt die einfach jedes Mal. Hält 2,5 das Ding. Ja, wenn du es hochskillst, machst du eigentlich als Midlane, aber später. Ja, also Lulu wahrscheinlich Mitte. Mal schauen, wie sie darauf reagieren. Sivir Nautilus, sehr engaged heavy. Aber es ist eigentlich nicht schlecht, dass man erstmal die Midlane Sivir nimmt, um möglichst lange die anderen Picks zu verstecken. Gegen Flexpick kannst du ja auch nichts machen direkt. Ja, eigentlich ist es gar nicht schlecht, als auf blauer Seite dann einfach Mitte oder sowas oder Toplane first zu picken, also zuerst zu picken, weil du. Weil dann deine Botlane später picken kannst und quasi dann sagst, okay, wir picken auch Botlane als reaktiv und nicht unsere Solo-Lanes. Ist dann halt die Frage. Okay, Jungle ist noch alle offen, also. Ich denke, Sejuani wird hier jetzt eine relativ große Rolle spielen. Oder Nunu, was auch Bengi relativ viel gespielt hat in Korea. Aber das wäre sehr, sehr hyper Late-Game-Carry-lastig. Ja, das könnte sein, dass sie in sowas gehen wie Nunu, Lulu, Lucian... Jana. Ah, Lucian statt einem Hyper Lady. Ja, also halt einem richtigen Hyper Lady. Das haben wir schon öfters gesehen, dass die dann lieber sagen: Okay, wir gehen lieber auf einen aggressiven AD. Und er kann halt auch reindashen. Ja, da ist er Lucian. Meine Güte. Der Nostradamus. Kann dann alles voraussagen. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, Marin mit Rumble. Hat bisher sehr gerockt auf den zwei Spielen, wo wir ihn gesehen haben. Vor allen Dingen, was nimmt jetzt Huni? Was hat er denn noch übrig? Oder kommt jetzt wirklich der Baum? Der ist ein bisschen hart gegen Rumble, aber. Raus. Aber Sivir Maokai ist eine richtig coole Kombo. Jetzt ist halt, er kann Gnar spielen. Jetzt ist halt die Frage, ob er Gnar geht oder dann einen von seinen Epi-Toplanern auspackt, wie Cassio oder Lissandra? Ja, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ist richtig. Aber da war noch irgendwas anderes. Mal schauen, wofür er sich entscheidet. Also ich denke, es wird Gnar sein. Oder Gangplank. Weil du hast halt jetzt Sivir und Nautilus. Das heißt, du hast schon zwei Champions, die quasi... Wenn du groß bist, dich für dich engagen können und dann kannst du darauf danach folgen. Also ich tippe auf Gnar und dann mal schauen, was das im Jungle sein wird. Oh, das ist der Cassio Flexpick. Bin ich absolut kein Fan von Cassio gegen Rumble. Außer es ist Mitte gegen Lulu. Aber die Möglichkeit... Das Ding ist halt, Cassio ist sehr gut gegen Lulu in der Mitte. Das heißt, dass SKT Lulu quasi auf Support schicken muss hier. Und vor allen Dingen hat man einen guten Follow-up. Also du hast ein sehr, sehr schnelles Team durch Sivir. Und der Knock-Up von Nautilus kann unterstützt werden von der Sejuani-Ulti oder andersrum. Und dann kann einfach Cassiopeia auch einfach reinbrüllen. Ja. Weil das ist halt wirklich, also wenn man klumpt, ist man tot. Aber ich glaube, SKT weiß einfach, wie man damit umgeht, denke ich. Selbst eine Lulu bremst eine Wombo-Kombo auch leicht aus. Außer sie selbst ist das harteste CC-Opfer. Aber das Ding ist halt, ich denke, dass SKT in einem... Kleinfeld, wo die Rumble-Ulti alles trifft, besser ist und Fnatic auf dem großen Feld, wo sie dann den Nutzen von der Sivir-Ulti machen nehmen können, dann da besser sind, weil sie es dann aufteilen können. Okay, es sieht so aus, als ob es Lulu Mitte wäre. Ich denke mal, dass Cassie dann in die Mitte geht von Fnatic und dann noch was anderes Toplane pickt. Und da kommt der Nunu. Das heißt, die haben diese Hyper-Collusion-Comp. Ich muss sagen, wenn ich das von einem europäischen Team jetzt gesehen hätte, hätte ich gesagt, nee. Wird wieder nicht. Ja. Weil die Gewinnchance eines Teams, was sich um einen AD-Carry dreht und der kein Hyper-Late-Game-Carry ist, ist furchtbar gewesen. Also die Quote ist wirklich
Ich werde da immer wieder enttäuscht von den Leuten und bin kein großer Freund von Lulu, außer du hast wirklich einen Jinx und Kog'Ma oder meinetwegen auch einen Twitch im Team. Ah, ich finde, bei Jinx und Kog'Ma bist du halt sehr einseitig. Und wenn jetzt ein bisschen was Aggressiveres hast wie Lucian, der auch sehr gut ist mit Lulu, dann... Aber der hat keine Reichweite. Du kannst halt mit Lulu so schön bestrafen, wenn du ihn beschleunigst, geht nach vorne, piu, macht 2-3 Autotags, davon sind 2-3 Crits dabei. Das ist richtig, aber du gegen die ganzen Tanks kannst du das eigentlich gar nicht machen. Weil du dann einfach engaged wirst und niedergerannt wirst. Und da finde ich dann halt den Lucian ein bisschen besser. Und auch gegen diese ganzen Midgame-Teamfights bist du mit dieser Kog'Ma kommt, bist du sehr anfällig, weil du dann alles auf diesen Kog'Ma gibst quasi. Ja. Und wenn der stirbt, weil du einmal nicht aufpasst und er geflankt wird oder was auch immer, und da kommt der Knall, was ich schon gesagt habe. Uni mit Nah. Ja, also gefällt mir sehr gut von Fnatic eigentlich, die kommt. Sehr, sehr gut. Vor allem, die haben eine massive Form von CC. Die von SG ist auf jeden Fall Tilikom. Die ist sehr weich, was dieses hier angeht. Die haben viele Slows auf dem oberen Bereich. Ja. Lulu ist jetzt auch viel Verlangsamung, klar, ein bisschen Single-Target. Im Prinzip ist mehr oder weniger der Kollege Alistar der Stärkste. Aber es kommt mir so vor, als wenn Fnatic Freiheiten hat, sich zu bewegen. Wenigstens ein bisschen. Ja. Aber wenn einmal SG Telekom ein bisschen klummen sollte, ist es vorbei. Also Fnatic klatscht dich da weg. Mit dieser Team-Comp sehe ich sogar die Möglichkeit, dass Fnatic gewinnt. Ganz ehrlich. Also ich finde auch, dass Fnatic besser gepickt hat als SKT. Und sie haben gute Karten, um zu gewinnen. Jetzt müssen sie es noch umsetzen. Also ich denke, die sollten normale Lanes haben. Knarr gewinnt gegen Rumble ab einem bestimmten Zeitpunkt. Nunu kann nicht viel ganken. Und Sichuan ist ab Level 6 eigentlich der bessere Ganker. Hier sehen wir noch ein paar Fans. Alle am Ausrasten. Sogar ein paar Fnatic-Fans dabei. Ja, die eine hat sogar keine Hosen angehabt. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja. Okay, Coach ist hier, schüttelt nochmal die Hand. Hier sehen wir nochmal die ganzen Spieler und die Champions. Also wie gesagt, viel Druck auf Lucian zum Carryen später im Spiel. Oder auch Marin auf seinem Rumble. Also wenn SKT da keinen Vorsprung am Anfang holt, dann wird es richtig hart für die. Also mal schauen, wie sie es umsetzen. Ich bin gespannt. Sehr interessantes Spiel. Also nach Picks kann ich mich nur drauf freuen. Dürfen die nächste Begegnung sehen. SKT gegen Fnatic. Es dreht sich hier ganz leicht um den Lucian, auch ein bisschen vielleicht um Rumble. Ich würde gerne den vergrößerten Rumble sehen. Ist der dann auf der Flammenwerfer weiter? Nee. Nein. Ah, das wäre super. Sieht nur größer aus. Sieht nur größer aus. Das wäre fantastisch, wenn eben so wäre. Bengi muss die Kontrolle im Jungle bewahren. Dazu ist ein Nunu da. Später sehr, sehr unterstützend. Ich denke, gegen Steelback kann man als Nunu... gegen Steelback kann man da trotzdem gut arbeiten. Die Schneebälle werden zwar das eine oder andere Mal geblockt, aber Attack-Speed-Reduzierung ist gegen Sivir göttlich. Ja, sehr gut. Dadurch, dass sie eigentlich ziemlich auf ihre Attack-Speed angewiesen ist, weil sie nur eine andere Fähigkeit, die Schaden macht, mit ihrem Boomerang. Ja, und der ist sonst nur Auto-Attacks hat. Also ist eigentlich sehr gut dagegen. Okay, mal schauen. Fnatic ist angegriffen, hat jetzt ein paar Wardspells hier zum sehen, ob die Lanes swappen. Also es sieht so aus, als ob sie normale Lanes haben wollen. Denke ich mal zumindest. Aber mal schauen, wie sie sich entscheiden. Es kann auch sein, dass sie Lanes swappen wollen. Ich denke aber, gegen Alistar Lucian solltest du eigentlich die Lane gewinnen als Sivir Nautilus. Und auch die Top-Lane sollte eigentlich besser sein. Es ist ja im Prinzip eh nur rumgepokert. Sivir geht jetzt erstmal in die Mitte. Ja, zum Sehen, ob dann SKT sich zeigt irgendwo. Sie müssen halt so lange wie es geht beobachten. Also Steelback läuft jetzt nach unten. Es wird jetzt auch schwierig, die Top-Lane zu erreichen. Ja. Sieht so aus, ob die normale Lanes haben. Okay, also... Und Marin wird startet jetzt auch wieder im Red Buff. Jedes Mal starten die im Red Buff. Sehr interessant. Geht doch jedes Mal Hilfe. Season 2. Das war wirklich lange her, als man das gemacht hat. Hier ist Sichuani an den Crux, kriegt auch Hilfe. Und Steelback machen den Chromp. Das heißt, eigentlich für Fnatic ist es besser, weil die jetzt diesen Chromp-Vorteil haben. Mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Wenn SKT jetzt pusht, dann ist es vielleicht nicht ganz so gravierend. Aber schon mal gut für Fnatic. Wie groß siehst du den Vorteil, dass man gegen seinen eigenen Lieblingschampion antreten muss, auf Honis Seite? Ist das etwas Schönes? Ich glaube, dass sein Lieblingschampion ist. Na, Rumble ist, mag er schon sehr gerne. Ist schon so ein, ich würde sagen, dass Hackerin sein Lieblingschampion momentan ist. Ja? Oh, ist interessant. Nunu geht jetzt für den blauen Buff, dadurch, dass er halt direkt den Red Buff gekriegt hat. Sehr intelligent. Das heißt, Sichuan hat keinen blauen Buff.
Das heißt, die Jungle Speed wird ein bisschen reduziert dadurch. Die Botlane, die fightet aber da die ganze Zeit. Ja. Ihr lasst damals ein bisschen vorsehen. Vielleicht sogar wollte nicht pulverisiert werden. Ein Knockup wäre schmerzhaft gewesen, aber Steelback hätte es eigentlich bestrafen können. Bang macht das wunderbar. Ja. Wird jetzt auch gegengeheilt. Okay. Bang immer noch im Counter-Jungle, aber Rainer realisiert, dass er nur in seinem Jungle ist und geht jetzt auf die Top-Seite. Oder er will einfach nur gangen. Das kann natürlich auch sein. Okay, was schauen wir jetzt? Okay, er wartet, dass er nicht von der Ward gesehen wird. Da sieht man schon den Fokus auf die Top-Lane von Rainover. Das ist gar keine schlechte Idee. Das ist Korea, eine Shindu. Rumble kann man da gut platt machen. Ja, Marvin aber weiß aber, was die Sache ist. Ja. Und wird dann mit dem Flash! Will also auch einen Flash provozieren. Ist aber offiziell fürs nächste Mal geschwächt. Dass jetzt schon eigentlich kein Flash hat, ist keine Tragödie. Ja, vielleicht schon. Also nicht so sehr gegen Nunu vielleicht. Also ist eigentlich okay. Aber wenn du keinen Flash hast, dann kannst du ja auch nicht mehr ganken. Eigentlich nicht so effektiv zumindest. Also... Das ist eigentlich nicht so schlimm. Bengi jetzt hier am Drachen, das habe ich auch schon relativ oft angesprochen, dass Bengi, wenn er Nunu hat, dass er dann auch den Drachen auf Level 3 machen kann. Was er jetzt auch machen wird. Da schauen wir bei Minute 5 nochmal vorbei. Das ist Minute 4, ich habe Minute 3 gesagt. Eigentlich ist ja noch Minute 3. Also. Nee, ich meine, er wird jetzt einfach noch 100 Jahre brauchen dafür. Na, geht schon. Pass auf. Pass auf. Wir können die Sekunden zählen. Bei 3,50 oder so hat er angefangen. Also es dauert circa 20 Sekunden oder so. Aber es ist ein Drache, also. Und du verlierst nur Nunu XP. Und hier, Huni am Rum. Ah, Faker kommt dann noch weg, ist auf dem Schädel gesprungen und das Schild hat einiges kompensiert gerade. Ja. Und du meinst bei 20, oder was? Ja, das wären dann 30 Sekunden. Also oh, so Feuerfeld. 30 Sekunden hat das gebraucht. Wow, sehr aber gut. Aber ist nicht schlecht, ist halt, du hast halt nur Nunu am Drachen und verlierst nicht so viel XP. Nunu braucht denn eh nicht so viel XP, sondern er wardet eigentlich nur für deine Lanes und versucht so viele Drachen und Türme und alles mögliche zu kriegen für dich, wie es geht. Ist halt kein Ganker, ist eher so Drive bei Nunu. Ja. Schneeball! Hallo! Hallo! Und tschüss. Ja, gegen Sivir ist es besonders traumhaft, da einen Gank an den Mann zu bringen. Ja, das kannst du halt voll kriegen. Auch mal gar nicht. SGT ist sehr am Pushen hier. Zwingt Steelberg auch viel Mana zu benutzen. Er hat doppelt so viel Farm. Ja, und hat doppelt so viel Farm, weil natürlich Sivir Probleme hat am Turm zum Last-Hitten. Und scheint auch so, als ob Steelberg nicht schnell genug ist, um die Use von Lucian zu blocken. Rumble hier natürlich ein bisschen hinten und hat Respekt vor der Sichuani-Gank. Wir sehen schon, dass in der Mitte eventuell der Port bevorzugt wird, aber für Riven hätte schon Lust jetzt gehabt. Das ist natürlich für ihn sehr gut, wenn er so früh wie es geht die Träne bekommt, um einfach nur das Ganze einfach zu staken, weil sonst dauert das einfach Jahre. Rainer ist ein bisschen vorne, weil halt Bengi Drache gemacht hat. Oha, Huni, den Q nicht ganz getroffen. Er muss den Felsen einsammeln. Bengi, der kassiert schon ordentlich. Man wehrt sich aktuell nur. Oh, das war immer mal guter Schaden. Kann sie gut verlangsamen, aber Marin, dem geht es da noch sehr gut. Flammenwerfer macht schon seine Arbeit, aber Bengi hat sich gar nicht gewehrt. Schaden zurückgeschlagen. No. Also gar nicht so schlecht vom Rumble, Nunu. Aber ist natürlich nicht so das Duo, was sich duellieren will. Nee. Das sieht schon ein bisschen besser. Weil wir jetzt am Druck machen in der Mitte. Eigentlich ist das Matchup, was Cassio gewinnen sollte. Aber Faker hält sich sehr gut momentan, muss ich sagen. Sogar ein bisschen vorne in CS. Auch. Er wurde sogar gegankt, also. Faker hält sich sehr gut. Fabian vielleicht ein bisschen unter Druck hier. Muss ja sagen, dass er auch ein bisschen Aufregung angespannt dabei ist, wenn man gegen einen der besten Midlaner spielen darf. Ja. Und das jetzt nicht mal aus Spaß. Ne? Ja. Hey, du spielst ja so gut wie Faker. Ich bin Faker. Und das ist so ein bisschen. Das macht schon Eindruck, auch wenn er in Anführungszeichen nur mit einer Lulu am Start ist. Ja, nein, Lulu ist immer noch einer seiner besten Champions. Hat er auch in Season 3 oder 4 sehr viel gespielt und damit auch ganz schön gerockt. Damals konntest du noch, war der E noch lang genug, dann konntest du zwei Glitterlanzen benutzen. Da hat er halt richtig reingehauen damit. Da hast du dann Q also E abgekriegt, dann Q und nochmal Q. Und dann das war halt OP Lulu mit. EQQ. GG. Ja. Da wirst du halt Tode gepokt. Kannst du jetzt leider nicht mehr ganz so machen, außer dass sehr viel cooler. Huni roamt ganz schön viel, habe ich den Eindruck. Ja, ist also halt Huni. Jetzt ist er wieder 6. Die Mitte, aber hat ein gutes Timing gewählt. Könnte ihn ein bisschen insacken. Faker mit leichten Problemen. Hat er noch sein Flash zur Verfügung, kriegt aber die E-Rotation. Aber das war's. First Blood für Feb Ivin. Faker wollte gar nicht erst flashen, wusste, dass er ohnehin markiert und somit so gut wie tot ist. Aber das Timing und die Anzahl an Wut, euer perfekt. Perfekt von gemacht von Huni. Das ist halt genau das, was er macht. Er roamt mehr, als dass er auf der Lane ist. Und SGT zollt ihm nicht so viel Respekt momentan dafür. Das ist vom Farm ja trotzdem gleich. Und du hast von dem Power Spike geredet, wenn er Hexringe hat. Es geht los. Ja, und jetzt hat er noch seine Hexringe da gekriegt. Das heißt, Rumble
Wird jetzt ein bisschen Probleme kriegen auf der Top-Lane. Mal schauen. Wir haben ja darüber am Anfang ja geredet, dass die Teamkomposition sehr viel ausmacht. Ja. Und Fnatic spielt das gerade gut runter. Müssen natürlich am Ball bleiben. FabIvin durch das First Blood in der Lage, sich nicht nur Träne, sondern den Negatron Cloak zu holen. Und ich denke, damit wird Faker nicht durchbrechen können. Nein, denke ich auch nicht. Also Lulus ist eher mehr am Farmen momentan. Muss dann vielleicht versuchen auch zu roamen. Kommt der nun hier Gank jetzt? Ja, kommt der Drive-By. Da kommt der Drive-By. Flash sofort draußen. Ultimate hat er auch nicht mehr zur Verfügung, aber da kommt nicht viel Schaden bei rum. Nee. Nur Lulu. Ja, wobei es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn du der Lulu Blood Bowl gibst, dann die ganzen Autos. Pixie rastet aus. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ja, da fehlt noch ein bisschen der Schaden, vor allem gegen dieses Negatron. Wird dann auch auf ein bisschen gehen, gegen Double AP. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Und Lulu macht eigentlich auch nur AP-Schaden. Aber Lucian haut dann halt richtig rein, nee, dann später. Mal schauen. 1,30 Drache. Nun ist jetzt hier schon wieder an Mission kriegen. Also an Wars platzieren und die Crap. Das Gute ist, wollen die auf jeden Fall kriegen mit Nunu. Das Gute ist ja, dass Fnatic trotzdem mitbekommen hat, dass der Drache genommen wurde. Dann haben das ja auch das Timing. Den kannst du ja gar nicht mehr verpassen eigentlich. Ja. Du hast jetzt diesen Soundeffekt und du hast normal die ganzen Zuschauer, wo dann auch klatschen. Also kannst du eigentlich gar nicht verfehlen. Okay, jetzt hier sind noch ein paar Stats von der Midlane. Das ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Ich frage mich nur, von was die Stats sind. Die KDA ist auch. Ich glaube, die Stats updaten die von den letzten Tagen so ein bisschen. Ist das jetzt nur von MSI? Mhm. Ja. Das ist den Eindruck, weil er sich das wobei wirklich krass gewechselt hat. Die Stats ein bisschen zu viel sind. Ich glaube nicht, dass es von MSI ist. Vielleicht nicht von heute, glaube ich, nicht eingerechnet oder so. 6 KD ist zu viel. Dafür, dass sie zweimal verloren haben. Naja, fahren wir auf jeden Fall hier in aller Ruhe weiter. Stabilisiert das. Also, es ist noch immer noch ein Rückstand, alle Lanes. Bis auf Huni selbst. Ja, Huni sind ist sogar noch vorne, auch wenn er im Roman war. Sehr viel. Macht er sehr gut. Macht er sehr intelligent, dass er seine Zeitfenster da sehr gut ausnutzt. Ist das eine große Tragödie, dass eine Sivir weniger Farm hat? Ja, würde ich schon sagen. Also mit Sivir willst du eigentlich pushen. Und SKT hat es genau richtig gemacht und pusht die Sivir rein, wo die dann halt Probleme hat zum Last-Hitten. Also es ist schon nicht. Also es ist gar nicht so schlimm, als sie halt das BF jetzt auch hat. Also es ist nicht ganz so hinten, aber normalerweise willst du eigentlich zumindest gleich haben. Gleichen Farben, wenn nicht ein bisschen mehr. Bengi dabei. Power Wards hier zu clearen, aber es sind halt extrem viele. Dann ist halt Rumble gegen Knarz. Ich würde sagen, Rumble ist eigentlich im Teamfight stärker. Oh, da wird der Steelback gecallt. Zack, zack, Doppelschuss kommt durch. Er wird ihn nicht töten können. Nein, aber er bringt ihn dazu, in die Base zurückzugehen. Und das bringt vielleicht SKT die Möglichkeit, den Drachen anzugehen. Also. Da hat Bengi die ganze Zeit schon Lust drauf. Also ja, er rotiert die laufen da die ganze Zeit nur rum, machen eigentlich gar nichts viel anderes. Und warten jetzt nur noch ab. Okay, Fake geht jetzt hoch. Das heißt, es ist jetzt so ein Bait, der Drache. Das wird jetzt Huni vielleicht nicht erwarten, dass der Faker nach oben kommt. Man wusste aber, wo der normale Ward war. Der hat da hingepinkt. Aber ja, Faker denkt sich, okay, das wird schwierig. Ja. Eine Lulu hat halt nicht so viel Schadensmöglichkeiten. Gerade weil es alles magisch ist und der Hextringer, da muss der erstmal durch am Anfang. Der hat jetzt schon Hextringer. Das heißt, dass zwei Champion, die magischen Schaden machen, ist halt nicht so das Geile. Da hat der Arctic Storm nicht getroffen. Er ist ein bisschen viel am Rumlaufen, also er farmt relativ wenig. Hat auch so weniger als Rainover. Ja, ein bisschen. Hat auch Sidestone, das heißt, er ist eigentlich nur auf Vision konzentriert. Ist es sinnvoll, so viel Zeit jetzt, um den Drachen zu bringen? Er ist eine wichtige Quelle, aber es ist erstmal nur der zweite. Ja, ich denke nicht, dass es sehr sinnvoll ist, aber. Oh, was machen die jetzt hier? Ein leichtes Geplänkel. Aber kann da wenig machen. Oh, schönes Eisgefängnis. Da kommt die CC-Chain. Auch der Teleport von Huni könnte da auf jeden Fall das Ganze nochmal ändern. Jetzt ist ja schon Bengi draufgegangen. Kann wenig machen. Absolut Zero, absolut Nuss. Aber der Einebner, der sitzt da nicht schlecht. Rainover so mit dem Tod auf jeden Fall geweiht. Bang, riesengroß. Huni aber ebenfalls noch nicht. Hexringer hat es quasi schon geprockt. Der Boomerang, der muss jetzt zwingend landen. Hat aber auf jeden Fall noch ein bisschen abgelassen. Das Gebäude in dem Rücken der Schilder. Oh Gott, die an die Wand drücken, ist egal. Klatscht ihn da einfach kaputt. Meine Güte, Huni, der will jetzt hier das Team tragen. Sehr schön. Ja. Huni, 1-2. Jetzt gehen sie vielleicht noch den Drachen. Mal schauen, ob sie es machen. Oder ob sie warten, bis Rainover zurück ist. Also hier sieht man einfach die Stärke im Team kommt von Fnatic, dass sie einfach so viel stärker im Teamfight sind. Und es geht hier da gar nicht so viel zum Sagen. Und jetzt sehen wir noch mal das Replay. Also die gehen auf Rainover, aber kommt dann mit seinem Q noch raus. Bang kommt da nicht richtig rein. Schönes Eisgefängnis. Und geht dann erstmal auf Bengi. Der stirbt auch. Und der Knarzo-Teleport ist halt direkt, ist halt schneller, obwohl SKT den also quasi den Kampf erzwingt. Und dann Knarz vor Rumble, da kannst du eigentlich nicht bringen. Dann
Die sterben nochmal alle. Lulu bringt auch noch ein bisschen, aber es ist halt echt kein Schaden auf Lulu. Macht den Bank groß, aber bringt ja auch nicht mehr viel. Hier ist Hextrinker, das heißt, sie können auch nicht auf Huni gehen. Und jetzt wird er nochmal groß. Also hier schönes Q auf Marin. Und dann trifft er nochmal mit der Ulti mit dem Q, mit dem W. Hat ihn einfach zermatscht. Ja, hat ihn einfach zermatscht da. Wie einen kleinen Stein. Jetzt wird der Drache angegangen. Zermatscht wie ein, wie ein kleinen Stein. Ja, wie ein rohes Ei. Ja, keine Chance. Sehr gut. Bekommst ja auch. Das Problem ist ja an dem Hextrinker, nicht nur der Schild macht dir Probleme, ja, sondern einfach nur die, auch der feste Wert. Das hat auch noch das Magieris-Item. Spectral Cowl. Also sehr viel Magieresistenz gegen Rumble und gegen Lulu. Das heißt, Gnar ist relativ tankig jetzt. Oh, viele Leute denken immer noch, dass das SKT gewinnt. Meiner Meinung nach, ich würde fast sagen, glauben, dass Fnatic das Spiel gewinnen wird. Die haben die Comp. Ja. Sie haben gerade. Geld ist noch relativ ausgeglichen wegen dem Farm, dass SKT ein bisschen vorne war. Ja. Aber die Comp, man hat schon die Stärke gesehen. Und wenn es jetzt noch weitergeht, dann wird es immer stärker. Und wir haben es auch den ersten Drachen gekriegt. Das heißt, Lulu wird auf jeden Fall abfallen später. Und Lucian muss auf jeden Fall ganz, ganz viel Arbeit machen. Man hat auch gemerkt, dass Bank zwar durch die Lulu-Ultimate riesengroß war, Faker ein bisschen manalos an der Stelle, aber es ist auch schwierig, denn Lucian muss so nah ran. Und du hast ja darüber geredet, dass auch das mit Kog'Maw die Problematik hat, wenn sich alles um ihn dreht, dass, ja, wenn er ein was falsch macht, ja, sofort tot ist. Und, ja, Bang ist fast schon dazu verurteilt, was falsch zu machen, weil er muss viel näher ran. Ja. Das ist halt eklig. Das Ding ist halt, du kannst da nicht poken, wenn alle fünf da sind. Was du machen kannst, du kannst Lucian buffen, wenn die ein bisschen verteilt sind. Dann ist er sehr stark. Also quasi, du musst ausnutzen, wenn sie Fnatic aufverteilt. Und dann buffst du den Lucian und dann rennt er da auf dich drauf. Das ist Lucian. Ja. Ja, dann ist er noch nicht groß, aber er ist nur schnell. Und dann musst du halt hinrennen und dann musst du Schaden austeilen. Absolut Zero. Oh, wurde abgebrochen, hat fast keinen Schaden. Eisgefängnis auf Bengi und der kassiert! Keine Chance, ein eben noch draußen. Rainover interessiert das überhaupt nicht. Der hat Cinderhulk und Gürtel, der Riesen. Der ist halt super dick. Macht natürlich dann noch mehr Schaden mit seinem W. Ja. Oha, Yellowstar. Der hat noch nicht genug. Der möchte hier den Kill haben. Rainover muss vorsichtig sein. Oh. Schönes CC-Chain nochmal. Zack! Da platzt der. Fnatic, oh meine Güte, sie drehen durch. Ja, das ist halt die Top-Lane und der Jungler. Ging richtig ab. MSI, jeder gewinnt gegen jeden. Wahnsinn. Erst nach SKT waren so gelobt, aber sie packen auch hier wirklich. Ich sehe gesagt, ich hasse es, wenn Lulu ohne Hypercarry genommen hat. Wir sind noch nicht in der Phase, wo sie glänzen könnten. Ja, das dauert aber einfach. Das Ding ist einfach, es dauert zu lange, bis du da hinkommst. Meiner Meinung nach. Ja. Und ja, versucht man die Cassie zu poken, aber er ist sogar vorne gegen Farm gegen Cassie, was mich sehr wundert. Aber er hat halt trotzdem auch keinen Einfluss im Spielgeschehen. Aber Cassie auch nicht. Also eigentlich, das ganze Spielchen ist nur bei Gnar und Sejuani bestimmt. Und der gegnerische Counterpart von Nunu und Rumble kommen halt nicht damit klar. Und ich glaube, dass auch Fab Elvin eine größere Rolle später tragen wird. Mal schauen. Also kommt ein bisschen auf die Ultimates und so weiter an. Hat ihr jetzt einfach auch random rausgemacht, oder? Ja, ich denke, die Ultimates sind schwer anzubringen. Aber seinem EQ-Spam ist natürlich sehr gut. Der Main geht raus. Yellowstar hat fast die ganze Rotation noch bekommen, hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Hier. Hook war nicht perfekt, aber ist nicht tragisch. Steelback, oh Gott, das ist warm. Jetzt kommt aber Rainover dazu, der kühlt die Sache ab. Marvin kriegt richtig viel Schaden, das war's, er ist tot. Der ist ein Null-Tanky. Kannst auch ein bisschen Schaden anrichten, aber das war's auch. Bengi nun ebenfalls mit Problemen, denkt er ist in der blauen Basis. War aber nicht so, kassiert hier eigentlich. Kann nochmal das Konsumieren verwenden, um sich nochmal gegen zu heilen. Und Huni, der hört nicht auf, der hat den Red Buff. Von unten kommt das Web, und zack, einfach mit dem E kaputt gemacht, die Markierung auf Bang läuft, Huni immer noch sehr, sehr tinky, jetzt kommt Riesenbang, gibt sich da die größte Mühe, Nautilus kann nicht auf die andere Seite, muss also zuschauen und Fab Event, der hat jetzt Probleme, versucht hier gegen Faker anzukommen, aber kaputt geglitterlanced, kommt da also nicht weg, Rainover zwar wieder zur Stelle, hat auch seine Ultimate, Teleport nun auch draußen, will hier Steelback jagen, er ist aber einfach weggerannt, kein Problem für ihn, also leichte Comeback-Versuche auf SGTs Seite, aber es ist noch zu unstrukturiert. Was macht Bengi die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Er versucht, Wards zu platzieren, aber wird dann immer irgendwie gecatcht. Aber ist noch mal ist gar nicht weggekommen, ist ja auch gestorben. Ah, ich bin ja auch kein Fan von Nunu. Ich denke, die hätten einfach Sejuani früher picken müssen, dadurch, dass Fnatic nicht Sejuani nicht gepickt hat, dadurch, dass einfach der nächstbeste Jungler ist, was man jetzt sieht. Er ist halt tanky ohne Ende. Ja, er ist halt tanky und hat mehr Schaden. Nunu ist halt nur tanky, hat keinen Schaden.
Und es unterstützen so ein bisschen. Aber du hast halt kein... Ich hasse es einfach. Ja, ja, ich muss ehrlich sein, ich hasse es, wenn kein Hyper-Late-Game-Carry da ist und du zwei Dudes hast, die so einen brauchen. Wenn, wenn Rumble mit Attack-Speed synergieren würde, das wäre super. Ja? Dass der Flammenwerfer schneller rauskommt. Ja, die Passive. Ja, er überhitzt. Nunu. Nunu, Bloodboy, OP. Ja? Aber leider ist es nicht so. Ja. Nein, nein. Ja, mal schauen. Also, Geld, also das Gold ist noch relativ super ausgeglichen eigentlich, oder? Ja, weil der Farm so absurd Gold ist halt bei Bang. Super ausgeglichen. Ja, das, der Farm ist halt vorne bei SKT. Aber man sieht halt die Kills auf Fnatic-Seiten und dass die im Teamfight eigentlich stärker sind. Und wenn es halt so weitergeht, dann... Okay, Faker ist hier nicht getroffen. Henning, es ist ja sehr EP-lastig. Und ja, ja. Huni hat jetzt schon Banshees. Fnatic geht auf die Locket, auf Yellowstar. Das heißt, die ganzen APs machen gar keinen Schaden mehr. Das heißt, es ist echt nur Bang, was später noch was machen kann. Dem geht's aber auch gut. Ihm geht's gut. Er hat einen Kill schon, zwei Assists. Also er hat schon seine Items, aber da fehlt schon noch ein bisschen was. Mal schauen. Der Brain auch ein bisschen hochgeschubst, durch die Gegend geschubst. Ja, da passiert wenig. Auch der Eisball merkt man nicht. Aber dem interessiert es halt auch gar nicht. Muss aber denken, Sejuani passt ja noch besser in das Team hinein, denn mit ihrer Passiven reduziert sie auch Slow-Effekte, die auf sich drauf sind. Also sie kriegt nicht nur Resistenz, sie reduziert auch Slow-Effekte auf sich. Und jeder hat einen Slow. Ha? Okay, jetzt die letzten beiden, Bang und Wolf jetzt nicht, aber die anderen, die halt damit normalerweise glänzen wollen, können der Drainover nicht aufhalten. Oder es wird schwierig. Ja. Drache nun den Drachen an. Ihn mit drängen lässt und die Leute, die klumpen. Drainover wird sich, glaube ich, freuen. Er könnte hier eine gute Ultimate reindonnern. Da angreifen können. Ich glaube, Gnar ist noch klein. Ja, er war gerade groß. Sieht die Anzeige. Und Fnatic entscheidet sich nicht zu kämpfen. Ist vielleicht auch gar nicht so unklug. Es ist nur der zweite Drache. Da muss man jetzt wirklich nichts riskieren, weil sie wissen ja, sie liegen ja vorne. Ja, sie wissen, dass sie wahrscheinlich im späteren Spielverlauf gewinnen werden. Aber Kuhn jetzt schlechte... Oh, ja, nein, den muss ich entscheiden, den Teleport zu benutzen. Oh. Das Ding ist, der Flammenwerfer bringt ja... Also, der Banshees bringt es gegen den Flammenwerfer. Ja. Das ist so eine kleine Problematik. Aber ist okay, er muss jetzt Teleport verwenden. Das wurde auch beobachtet. Ich glaube, er hat sogar zu einem Turm gemacht. Ja, natürlich. Ist aber sicher am besten, weil dann hast du eine Minute weniger. Ja, letztendlich ja, Banshee, Hextrinker und dann Giants Belt. Oh, verwirrt, wir noch ein bisschen im Shop gewesen. Hat er sehr spät reagiert, als er getroffen wurde. Bleibt jetzt auch auf der Lane. Bin gespannt, ob er bald die Umarmung des Seraphen hat. Wie viel Stacks er auf der Träne hat, ist jetzt für uns erstmal unklar. Niedermähen geht raus, die Schlange halbiert. Ist auf jeden Fall nicht schön. Da könnte man den Turm eventuell holen. Jetzt kommt aber Rainover von der Seite dazu. Hat sich ein bisschen um Wolf gekümmert. Ja, trauen sich aber nicht zu fighten. Carries hin. Also, SKT muss halt quasi Nunu und Alistair vor Lucian haben, damit er nicht getroffen wird. Von dem Eisgefängnis oder auch von Nautilus. Das ist die einzige Schwäche, die Sejuani hat. Dass die Ultimate halt so hart abgefangen werden kann. Ja. Du musst halt quasi von der Seite kommen. Dann so Gnar und Sejuani von jeweils von einer Seite und dann Sivir, Cassio, Nautilus von vorne. Ich glaube, so, das wäre so der Traum-Engage, was Fnatic machen können. Müsste quasi als Sejuani noch Teleport haben. Ja. Um sich anzuschleichen. Und dann Homeguards und dann kommt das von Eber angerannt. Und dann geht's einfach noch. Oh, du bist tot. Aber es wäre ein bisschen overpowered. Aber vielleicht ändert sich das Meta, dass man fünfmal Teleport hat. Sehr schön. Mitte wird nun fokussiert. Normalerweise haben wir Teams beobachtet, die Botlane abreisen, was SKT schon getan hat. Ja. Dann zur Mitte rotiert, den nächsten Turm nimmt. Fnatic und SKT machen das aber genau gleich. Ja. Jetzt nun der Kampf um die Mitte, den jetzt SKT erstmal gewonnen hat. Ja, schon sehr niedrig gewesen. Ja, Fnatic muss den Gegner schon mit zum Angreifen. Das ist natürlich der Turm, der am schwersten anzugreifen ist, außer du killst die Midlane irgendwie. Weil das ist einfach der Punkt, wo die meisten Leute rumlaufen. Das heißt, es ist am schwierigsten einzureißen. Also 3-2 für Türme, also ist immer noch super ausgeglichen. Es geht hier jetzt leicht, also ist eigentlich gar kein Vorsprung. Fnatic hat ein bisschen aufgeholt im Farm jetzt. Aber halt den Turm verloren. Auch bei Verwirfen können wir uns feststellen. Umarmung des Seraphen nun fertig. Ich denke, sie werden sich bald in der Mitte sammeln. Müssen sie eigentlich. Bei Item-Technik sind sie wirklich... Ich will nicht sagen, es ist irgendein spezieller Power-Spike. Klar kann man von Verwirfen mit dem Seraphen davon reden. Das ist ein bisschen mehr tanky. Aber ich denke, mit Lulu, Athens und Rabadons bist du auch schon stark dabei. Also du hast halt richtig viel AP. Ja. Ich denke, wir doch irgendwann noch auf Lichbane gehen, auf Lulu. Das sieht man auch öfters, damit man auch ein bisschen mehr Schaden hat als Lulu. Und dass man nicht ganz so angewiesen ist auf den Edi.
Ludens Variante ist aber auch attraktiv. Ich habe es zumindest mehrmals gesehen. Ich habe es auch schon gesehen, aber ich finde Ludens nicht so gut. Aber jedem das seine, ne? Richtig. Was ist natürlich jetzt nicht so ein großer Unterschied, dass es einfach schlecht ist. Also, aber ein kleiner Unterschied. Okay, mal schauen, wann der nächste Teamfight ausbricht. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen alles ruhiger geworden. Jetzt müssen wir warten, bis das nächste Objective angegangen wird. Ich glaube, SGT1 hat sich auch so ein bisschen erholt. Also sie wissen jetzt, okay, wir haben ein paar Fehler gemacht. Ja. Wollen das Ganze ruhiger gestalten. Und Fnatic ist immer noch so, ich will nicht sagen im Freudentaumel, aber sind immer noch, glaube ich, von ihrer eigenen Leistung begeistert, dass sie gegen SGT gerade so gut anstinken. Ja, und das erklärt, denke ich, die Ruhe. Na, ich glaube auch in dem Moment im Spiel ist halt nicht viel, wo du kämpfen willst. Jetzt in 2 Minuten kommt der Drache. Also das wird so der nächste Punkt sein, wo dann so ein großer Teamfight ausbricht. Aber du willst ja auch nicht einfach random kämpfen. Also dafür sind die Teams dann auch zu gut. Und du wirst natürlich dann auch nichts kriegen, wenn du kämpfst. Wobei dann natürlich sagen muss, dass Fnatic wahrscheinlich das Beste ist, wenn die mehr kämpfen, dadurch, dass die dann mehr Gold kriegen. Und den mittleren Turm abholen können. Ja, und dann noch den Turm holen. Und ich finde, bei SGT ist halt besser, wenn du dann weniger, also wenn im Allgemeinen weniger Gold im Spiel ist, weil du dann der Lucian dann mehr Schaden macht später. Weil mit diesen Comps, mit Lulu und Nunu, willst du natürlich immer so wenig Kills wie möglich haben. Haben schon ein bisschen viele abgegeben, muss ich sagen. Ja, die erhöhen halt künstlich die Stats, so, das ist halt das Wichtige. Ja. Und... Okay, mal schauen, ob die jetzt hier Baron einfach angehen? Ich glaube ja nicht. Nein. Ich denke, es wird auf den Drachen hinauslaufen. Fnatic wird da auch nicht den Baron abgeben, dadurch, dass die auch im... Oha, Eisgefängnis verwendet auf die Tanks. Das ist sehr, sehr ungünstig. Also Wolf noch volles Leben, nutzt einfach die Ultimate, kommt da raus. Das ist genau das, was du nicht machen willst. Also jetzt müssen sie die ganze Zeit, bis das Eisgefängnis wieder da ist, ja, nichts machen. Ich denke, es wird dem Drachen nicht ab sein. Fnatic wird vielleicht den Drachen dann abgeben. Das ist bitter, das ist sehr bitter. So was darfst du nicht machen, wenn ein Drache abkommt. Und dann benutzt du die Ultimate auf 2 Tanks, die beide nur Leben stacken, auch schon einen Locket auf Nunu haben. Helfen sich damit sogar gegenseitig. Ja, das heißt, du wirst dann niemals Schaden machen. Oh, Fnatic. Ist das so eine kleine moralische Sache? Wie aufgeregt ist man da? Ich denke sehr. Ich denke so, die ist ein bisschen so... ist jetzt schon lange nichts mehr passiert. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir müssen kämpfen. Und dann fliegt er mal so ein Ultimate schneller raus. Also es so gut ist. Okay, ich würde jetzt gerne Sichuanyu, das ist halb. Also es wird nicht ab sein. Wir müssen noch ein bisschen warten. Wir müssen so 20 Sekunden warten nach dem Drache. Wenn SKT jetzt direkt hingeht mit Nunu, Lushin, Lulu, da wird der Drache auch direkt eingerissen. Also eigentlich sollten die direkt kämpfen jetzt, SKT. Dadurch, dass die Sichuanyu-Ulti noch cooler ist, 20 oder 30 Sekunden. Aber Huni hat einen guten Wutstapel hier aufgebaut. Also von seinem Timing her. Ja, ist gut, aber ist das ohne hier schon nicht schlecht. Ist halt, oh, ich glaube, sie werden es versuchen. Okay, Teleport direkt in das Team hinein. Oh, bang, hart im Fokus. Wird hier so ein bisschen von Yellowstar angegangen. Wird doch gut hochgeworfen, aber niemand kommt zu ihnen ran. Bang kann sich immer noch wehren. Drache nun von Nunu genommen. Huni mit der Ultimate auf Bangi. So ein kleines bisschen fokussiert. Der wird doch definitiv fallen. Also ein Kill hat man schon mal. Für den dritten Drachen. Ist handelbar. Yellowstar konnte halt Bang super lange zurückdrehen. Das war gar nicht so schlecht. Sieht aus, als ob sie für Baron gehen. Die haben natürlich sehr viel Charme mit Cassio. SKT muss da hingehen. Haben natürlich jetzt Nunu verloren. Es war ein bisschen ein schlechter Fight, weil die sich aufgeteilt haben. Die haben den Drachen fokussiert. Bang war dann natürlich in sehr schlechten Lage. Und Fnatic hat das gnadenlos ausgenutzt, auch ohne Sichuanyu. Oh, sie trappen. Oh ja, die das ist so klassisch. Oh, was ich denke, da kommt er mit dem Eisgefängnis. Aber Bang, stark reagiert. Wird lediglich verlangsamt. Der Permafrost wird trotzdem draufkommen. Rainover muss sich zurückziehen. Yellowstar fokussiert nun Faker. Da muss sich zurückziehen. Hat keinen Wildwuchs mehr. Wurf wieder mit der Ulti am Start. Ist jetzt gegen starke Ultimate. Von Flip, Even kann da was machen, die Carries sind down, aber Vivi werden noch dem Flammenwerfer zum Opfer fallen. Da sehen wir schon, Marin da gut dabei, wird uns aber fokussiert werden und Huni, Triple Kill und insgesamt auch für Steelback. Das war ein Traumfight, auch wenn die Rainover Ultimate nicht der Knaller war. Egal, Flip Vivi hat das ausgeglichen. Ja, Flip Vivi Ultimate war super stark, hier beide Carries geultet und die dann auch abgeholt. Fnatic insgesamt... hat fast einen Ace gemacht, weil nur der Vorher schon gestorben ist, da hat sie am 5 mitgenommen. Okay, jetzt sehen wir das Ganze nochmal. Das Beste Welt, also nur fürs verlangsamt, nimmt das Calling. Also Rainover kriegt ein bisschen Schaden, aber Bang macht halt einfach noch keinen Schaden. Knarr kommt dann rein, das lohnt ihn wahrscheinlich auch noch. Baker versucht ein bisschen zu disengagen, aber bringt halt auch nicht mehr viel. Und jetzt ist halt 5 gegen 3 hier. Alistair tankt ein bisschen. Dann hier wunderschönes Cassio ins Flash Gesicht ins Gesicht noch. Von beiden. Das heißt, beide Carries werden gestunt. Und werden dann noch sterben. Fabian wird dann noch ein bisschen fast mitgenommen, aber da fehlt dann einfach ein bisschen der Schaden. Also Fabian hier hart gecarried mit der Ultimate. Hätte es nicht getroffen, hätte es vielleicht ganz anders ausgeschaut für SKT. Hätten es dann vielleicht noch ein bisschen umdrehen können. Rumble war noch ein bisschen zu spät da, weil er vorher auch gestorben ist, glaube ich. Oder, nee, er ist ja in die Base gegangen mit TP. Ja.
Guter Fight für Nanik. SKT jetzt ein bisschen hinten im Gold. Wer hätte das gedacht, meine Freunde? Ja, wer hätte das gedacht vor dem Spiel? Aber ja, Fnatic sehr gut dabei. Wir werden jetzt auf den Baron wahrscheinlich angehen, haben einen sehr starken Baron. Das heißt, SKT muss da vorsichtig sein, aber natürlich auch nur noch auf der Seite. Das heißt, die können immer eine Chance haben zu klauen. Take two. Oh, Rumble ist auf der Bosset, aber hat immer noch TP. Okay, diesmal sehen sie es. Ja, deswegen baust du das Trinket. Ja, zweimal lassen sie sich nicht veralbern. Ja, aber die sollen jetzt einfach starten, ja. Das heißt, sobald es weg war, müssen sie starten. Oh, das ist so schnell. Der kassiert die Hälfte des Lebens verloren. Oh, 5000. Mit der Rotation hier. Gut dabei, muss sie zurückziehen. Wurf mittendrin, kriegt einen guten Knock-up hin. Ist sehr, sehr tanky, ihn zu fokussieren, bringt gar nichts. Bang bekommt hier die Ultimate, da wird hochgeworfen. Man kann ihn lange betäuben. Starker Hook von Yellowstar. Die Leute klummen jetzt die Frage. Schöne Ultimate von Vimimim. Können sie wieder versteinern. Und schöner Schaden auch, der insgesamt ausgeteilt wurde von Steelback. Oder einfach mit den drinnen, das ist der Nahkampf total praktisch für ihn. Aber der Baron, der teilt aus. Ne? Der heilt nicht. Und vorsichtig sein. Mhm. Also, trotzdem 2-0 für Fnatic. Ja. Die Teamfights sehen sehr gut aus. Sie können Baron noch nicht ganz nehmen. Also müssen noch ein bisschen warten, bis sie stärker werden. Das dauert wahrscheinlich noch so ein paar Minuten. Und dann können sie es endlich nehmen. Wenn sie einmal einen richtig guten Teamfight hinkriegen, dann können sie auch sowas nehmen. Also SKT muss hier echt aufpassen. Okay, jetzt sehen wir das Ganze nochmal. Also die starten den Baron. Geht super schnell down. 5000. Ah, die anderen sind da. Schöner Knockup von Wolf. Aber da kommt dann auch nicht so viel. Es tankt dann ein bisschen. Rumble-Ulti trifft nicht ganz so gut. Bank, da ist die Nautilus-Ulti, dann den Knast, dann den Nautilus-Knockup, dann den Nautilus-Root und dann die Cassie-Ulti ins Gesicht. Und vor allem die Nau-Ulti war auch noch mit drinne. Und dann noch die Nau-Ulti jetzt. Das war der Wahnsinn. Er überlebt so lange, aber im Endeffekt stirbt er einfach, weil es zu viel ist. Und das ist halt genau das Problem, dass du einfach den Lucian nicht am Leben erhalten kannst. Die klumpen vor allen Dingen so hart. Also yeah. Manchmal könnte ich dafür, weil Nasi kurz durch die Gegend... Also Nasi erst die Ulti gemacht, nicht an die Wand geballert, aber die waren so nah beieinander. Verwirren schreit, ist ja egal. Die Ultimate macht ja trotzdem gleich wie Schaden, ob du den hinguckst oder nicht. Und dieses Aufeinanderstapeln, das ist der Tod. Weil die drehen sich halt um Bang. Sie wollen ihn am Leben erhalten und er war auch wirklich gut dabei. Ja, er war lange am Leben, aber hat nicht ganz hingereicht. Mal schauen. Aber die Komposition ist halt kein Müll, aber schon Fnatic nah dran. Fnatic hat zu viel Schaden. Stell dir vor, jetzt Fnatic hätte ein bisschen weniger Kills, dann wäre das Ganze ganz anders. Dann würde Bang vielleicht überleben. Aber es ist halt auch super schwer, sich Items dagegen zu kaufen, weil du hast halt... kannst du es eigentlich gar nicht verhindern. Nautilus ist ja ein Knock-Up, also kannst du gar nicht verhindern. Dann hat er noch seinen Road und dann halt, es ist einfach zu viel, zu viel. Geht die Nautilus-Markierung weg, also bevor sie bei dir da ist, wenn es glänzt? Und das QSS? Nicht. Du meinst die Passive? Oder, achso, nein. Nee, ich meine, wenn dieses Teil auf dich zukommt. Nein, das kannst du nicht. Gut, dann ist auch QSS nicht so praktisch. Nee, ist auch ein Knock-Up und dann ist dann, also kannst du auch nur die Hälfte davon so reduzieren. Und also, Finding Steelback steht nun 5-0-2. Aber wenn man das erste Spiel heute bedenkt von Fnatic, denkt man, was ist denn hier los? Ja, es kriegt halt seine Steelback. Es ist halt genau dasselbe. Es kriegt halt den AD, was am besten ist. Und dann kriegen sie noch den Jungler eigentlich, was am besten ist hier. Das verstehe ich halt nicht ganz, dass SKT dann da Lulu first pickt. Aber okay. Schauen wir mal. Bang mit dem Niedermähen. Oh, da kommt die Ultimate ganz stumpf raus, der 0815 Engage. Huhn an der ganz guten Stelle, kann sie wieder die Wand ballern. Bang! Riesengroß, kann er so ein bisschen Schaden widerstehen. Die Frontline von Fnatic könnte jetzt zusammenbrechen. Rainover kommt gerade noch so weg. Steelback mit Riesenproblemen konnte Bang nicht kaputt kritten. Wow, jetzt ist es aufgegangen. Jetzt hat man ihn verteidigt bis zum letzten. Vivin weggeballert. Konnte immer mal angeköpft werden, muss hier flashen, jetzt hier Faker hinterher, der Mana-Schild bricht zusammen, Erschöpfen ist drauf, man kann ihn vernichten. Huni von den Harpunen getroffen und das machen sie nicht schlecht. Ja, jetzt wird der Turm angegangen, Fnatic nicht in der Lage zu verteidigen, die haben nur noch Gnar und Sichuan, das heißt nur zwei Tanks, die keinen Schaden machen. Auf SKT ist jetzt noch alle am Leben, die werden jetzt auf Baron gehen, nur gerade von der Base wieder da. Man hat gesehen, im Teamfeld, wenn die nicht direkt nicht, also, was da passiert. Was war denn das, mein lieber Bang? Dash rein, Dash raus. Ist okay. Ja fantastisch. Oh, da kommt der TP, aber ich glaube, die können einfach Baron finishen. Oder die kämpfen, mal schauen. Was oh, Rainover noch keine Ultimate zur Verfügung. Oh, er kann Wolf die Leute nur aus dem Nahkampf irgendwie übertreiben. Huni springt da durch die Gegend. Faker riesengroß, hat sich selbst geholt ist. Oh, der Baron wurde gestealt. Rainover nimmt ihn mit. Bang, ist hier zwar tanky ohne Ende, wird aber trotzdem fallen. Wird er eines Tages fallen? Ja, das wird er. Yellowstar platzt. Also der Baron war sehr, sehr teuer. Huni immer noch da drin, auch als Plüschtier. Gibt sich da größte Mühe. Oh Gott, ist der tanky, der will nicht fallen. Hexdringer immer noch da, kann sich da gut behaupten. Nun ist Steelback zur Stelle mit dem Flash. Geht in den Pitta rein. Hat ja auch den Baron offensichtlich, aber Huni, meine Güte, der unsterblich. Steht auch fantastisch gerade, aber er stirbt nicht. Oh mein Gott, der Steel von Rainover.
Das war stark. Das war sehr stark. Okay, jetzt sehen wir das Ganze nochmal. Also Bang flasht da weg. Also man hat dann keinen Schaden. Also beide Carries können nicht auf Bang draufgehen. Trifft den Boomerang auch nicht, weil der da rumgeschubst ist. Cassie läuft da nicht durch die Nunu-Ulti durch. Also dann kriegt er noch die Lulu ab. Also stört nicht, aber den ganzen Zero. Schaden, also der ganze Schaden, was da quasi auf Fnatic ist, ist Nunu und Rumble. Das heißt, eigentlich nicht die Carries, aber dadurch, dass du deinen Fokus so sehr auf die Carry hast, können die auch freie Schaden machen. Ist halt die Frage, was du machen willst, ob du deinen Carry allein lassen willst oder dann noch auf die Tick. Also, worauf dich Double Mystery Gifting activated. Okay, das muss also etwas sehr Wichtiges sein. Was mich natürlich null interessiert. Bin aber gespannt. Drache wird genommen. Man will den vierten verhindern. Das ist eine ganz gute Idee. Zwei Mystery Gifts, wenn du Skins, wenn du es... Oh, da klaut er den. Mit der Harpune! Wie bitter! Das heißt, man kann ihn nochmal von Stein und wenigstens ihn nochmal abholen. Rainover, genau in dem richtigen Terrain, kann die Leute da mit dem Permafrost an sich binden. Huni, sehr, sehr tanky. Will sich um Bang kümmern. Knallt alle an die Wand. Das war schon mal nicht schlecht. Die Tanks machen ihre Arbeit. Willkommen im Tankmeter. Sie wollen nicht sterben. Bang macht das so gut, aber es bringt nichts. Ace. Wird kaputt gemacht. Stark von Fnatic hier. Können sich jetzt einen Turm nach dem anderen holen. Was ist das für eine schreckliche Frontline? Ey, da ist ja null Spaß. Die gehen ja gar nicht kaputt. Super Tanky. Huni tankt den Turm, wird von den Zuschauern unterstützt. Der Wahnsinn. Sie werden jetzt definitiv noch einen Turm bekommen. Voraussichtlich auch einen Inhibitor. Marien ist zwar bald wieder da, aber ich glaube, den müssen sie holen. Aber ich, oh. 1% Leben. Na, das hat er gesehen. Na, not ja. Even close. Jetzt mal. Wahnsinn. Puh. Das ist auf jeden Fall mit Abstand das spannendste Spiel bisher. Ja, auf jeden Fall das Engste auch. Also, SKT bleibt drauf, wenn die Kids nicht ganz so, also es nicht so eng aussieht, aber ist noch super knapp. 34 Minuten im Spiel. Okay, jetzt sehen wir das Ganze nochmal. Da kommt der Harpoon 13 Leben. Oh Gott, meine Güte. Okay, jetzt hier, Marin geht drauf, schöne Ultimate auf Flabby Win, aber er aktiviert seinen Stundenglas nicht, weil er direkt von der Cassie geholt wird. Hätte der seinen Stundenglas aktiviert, hätten sie wahrscheinlich den Kampf gewonnen. Sehr unglücklich gelaufen. Natürlich hier jetzt die ganze Bruiser-Tankline da auf Bank drauf. Kann dann auch nicht weglaufen. Mit dann schön Gnar-Ulti. Und dann ist hier Juani auch noch drauf. Dann schön Nautilus. Oh, du hast halt null Chance. Also ich muss sagen, Faker kann auch nur zuschauen. Die Glitterlande, das spürt keiner. Glitterlande spürt nicht mal Yellowstar. Huni ganz zu schweigen. Bank kriegt die ganzen Schilder ab, aber er ist kein Hyper-Late-Game-Carry. Er macht trotz seines guten Forms null Schaden an den Typen. Ja, man, selbst wenn die sind Red Evo gestorben wäre. Die haben zu viele Kills jetzt. Das heißt, dann können sich die ganzen Tanks-Items kaufen. Schau dir mal die Items auf. Du hast das Jungle-Item, dann hast du Warmogs, dann hast du Banshee und dann hast du noch diese Rüstungs-Items und Ninja-Tippies. Und bald das vor allen Dingen so Dornpanzer. Und dann bald jetzt noch Dornpanzer und dann hast du noch Locket. Und Sniped. Jetzt rastet er aus. Steelback kriegt die Harpoon ab. Die zweite konnte er auch nicht blocken. Steelback, du bist tot. Ah, dass ich erwischen lasse. Das ist gefährlich. 50 Sekunden lang tot sein. Das darfst du jetzt auch nicht machen. Fnatic war so weit vorne und jetzt geht Steelback da raus und stirbt. Also sowas kannst du einfach nicht bringen. Jetzt hat natürlich SKT wieder die Chance, was zu drehen, weil 4 gegen 5 können sie natürlich gewinnen, weil Fnatic fehlt jetzt einfach der Schaden. Boah, was ein knappes Ding, ey. Das schauen wir, wie weit sie gehen. 30 Sekunden. Oh, da kommt Scrolling. Ja, SKT würde das jetzt hart bestrafen. Getroffen, aber Bang jetzt hier schön aggressiv weit vorne. Also ich denke auch nicht, dass sie jetzt einen Schaden haben, nur mit Cassio. Huni ist wütend, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sekunden. Ich glaube nicht, dass sie in den Turm gehen können. Die Wave ist zu weit weg. Aber immerhin ein Kill und ein bisschen rausgezögert. Also der nächste Baron wird super wichtig. Beide Teams. So witzig, der 9,22. Ne? Der Goldunterschied ist nur 6.000. Ja. Einfach gar nichts. Mal guck den Schaden an, ey. Kein Schaden. Ich sehe keinen Schaden. Es kitzelt den. Huni hat das Frosthammer, ist auch nochmal richtig räudig. Weil natürlich wirklich die Ziele an sich binden kann. Ja. Okay, Banger ist endlich Last Whisper und Quicksilver-Schärfe. Das heißt, er wird jetzt auf Blade gehen. Dann macht er auch ein bisschen Schaden an den Tanks. Und hat auch ein bisschen Lifesteal. Also das Gute. Danach braucht er halt dann noch die Quicksilver-Schärfe-Upgrade. Und dann wird er wahrscheinlich genug Schaden haben, um durch die Tanks durchzutreschen. Aber es dauert halt auch seine Zeit. Weil du hast halt 3 davon. Ja. Und nicht nur einen. Oha, Bang. Ah, schau dir mal Schaden an. Verlangsamt ohne Ende. Ja. Und du hast halt diesen großen Melle auf Knarr. Das ist halt so nervig. Ja, Wolf, du kannst dich nicht bewegen. Ja. Er ist halt so langsam, muss jetzt Ulti zünden. Oh, das ist bitter. Das wird irgendwie für Fnatic sein. Ah, Moiraine auf der anderen Seite. Ah, die geben den ab. Oha. Bengi kurz am Haken gewesen. Schaden. Eieieiei. Das ist ein schönes Spiel. SKT1 hat aber trotzdem noch gute Karten zurückzukommen. Also sie haben halt gezeigt, dass sie Fehler
aufs Härteste ausnutzen. Ja, wenn er jetzt einen Fehler macht, dass einer von beiden Carries oder auch nur Gnar oder so stirbt, dann kann SKT das natürlich auch gnarlos ausnutzen. Aber es ist sehr wichtig, dass Fnatic jetzt zusammenhält und sich nicht aufteilt und versucht, die Sidelanes langsam zu pushen zu lassen und dann zu 5 zum Baron oder zum Drachen zu begeben. Und SKT sollte eigentlich versuchen, Fnatic so ein bisschen aufzuteilen. Marin macht eigentlich einen ganz guten Job so, aber kann halt natürlich auch nicht so viel machen. Hat jetzt auch seinen Rubber und hat noch keinen Zone jetzt. Oh, deswegen nee, hat er das nicht benutzt gehabt. Er hat keins. Er hat gar keins. Er hat das nicht gemacht. Ja, warum? Also er braucht auf jeden Fall Sonias noch und dann noch Void Step. Also er braucht noch einige Items. Das Ding ist, dass auch gerade Wolf super arm ist. Also ja. Er kommt als Support nicht dazu, dass Mikaels oder etwas Ähnliches sein, zu holen. Sein Tank-Item, mit dem er Bang nochmal schilden kann. Und aber wenn man es mit Yellowstone vergleicht, ist er Kilometer voraus. Ja, er hat halt Locke und er wird jetzt auf Frozen Heart gehen. Was auch nicht so viel bringt. Aber damit hat er halt Cooldown und Mana, mit dem er ganz viele Kombos machen kann. Man muss halt versuchen, die Carries wegzukicken als Alistair hier quasi und dann versuchen, die Tanks schneller zu töten. Oh! Was sind da die Bugs los? What? Das war sehr irritierend. Rainover kann aber noch mit dem Eisgefängnis punkten. Permafrost hinterher. Verwiven muss vorsichtig sein. Traut sich da nicht zu weit rein. Huni kassiert unterdessen. Hat noch nicht die Mega-Nahform erreicht. Wolf kann da jedes Tag schon mal rausholen. Jetzt wurde Huni abgerissen. Was war das? Das war sehr komisch. Das war sehr irritierend. Das ist der zweite, der weggebankt wurde. Vor allem ja. Starke Ultimate von Verbiven kann Banky fast holen, aber traut sich nicht. Ja. War zu riskant. Nautilus und Knarr tot. Das heißt, die können jetzt einfach Baron machen. War das jetzt die letzte Cassie-Stacks? Was war... Achso, okay, ja. Ja, ich glaube, es waren die letzten Cassie-Stacks. Oh mein Gott. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Baron angehen. Und dann sieht es nicht gut aus für Fnatic, weil Baron... Und der fünfte Drache kommt ab. Wenn die fünften Drache kriegen, dann machen die auch alles sehr viel Schaden an den Tanks. Der 100 True Damage, also... Ja, das Ganze kann nur Captain Harpoon hier verhindern. Schaden. Wenn das nochmal so Steel, das wäre natürlich GG, weil das Team kommt jetzt dazu. Oh, ja. Steelback hat kein On the Hand zur Verfügung. Das wird sehr, sehr schwierig. Kriegen schon mal den Drachen, den können sie verhindern. Und wow, Steelback hat ihn kaputt geprügelt. Alleine. Ich glaube, der wurde gerade zwei oder dreimal gecrittet. Ja, zack, zack, tot. Ja. Kein Stundenglas, keine Rüstung, kein GG. Das fehlt einfach. Ich würde auch lieber ein Stundenglas anstatt Rabadon sehen, aber mal schauen. Ich würde gerne das Replay sehen, aber ich würde mich wundern, auch wenn das jetzt gezeigt wird. Ja, ich glaube nicht. Aber ist auch egal. Damit muss man leben. Ist halt so, mal schauen. Okay, jetzt sehen wir es hier nochmal. Ein Crit. Und noch ein Zwei Crits. Drei Mal zahle ich insgesamt. Ja, da geht halt auch nichts mehr. Okay, aber jetzt hat zwei Drachen für Fnatic, hat natürlich den fünften nicht gekriegt. Aber mal schauen. Ich glaube nicht, dass sie viel mit dem Baron machen können, aber... Fnatic macht es jedes sehr Mal so spannend. Blade ist jetzt auf Lucian fertig, aber... Und Bang sieht so aus, als ob er auf Chalice, also auf Mikaels geht, um Lucian auf dem Leben zu halten. Und nicht auf Frozen Heart geht. Ja, die Baron Minions sind schon nervig. Ja. Kann man nur schlecht gegen ankämpfen, werden jetzt aber auch nicht gebufft in irgendeiner Form. Huni ist jetzt erschreckenderweise sehr schnell gefallen in dem letzten Fight. Also ja, wenn Bang ihn Bang angreifen kann, ohne irgendwie Schaden zu fressen, dann sterben die auch schnell, aber weil die halt einzeln sind. Wenn die da kommt drei auf einmal auf dich drauf rennen, dann geht auch nichts. Holy shit, das Calling. Ja, das muss Rainover abfangen. Ja. Zwingend. Da sieht man nochmal die Strategie. Das ist halt genau das. Wenn die sich aufteilen, dann kann halt Lucian da reinrennen und das machen. Aber wenn die halt zu 15, dann kann Lucian das nicht machen. Dann kann er halt nur seine Ultimate benutzen, aber das war's dann auch schon. Okay. Die nur auf der anderen Seite. Jetzt teilen sich leicht auf. Huni können jetzt erwischt werden. Muss da vorsichtig sein. Noch kein Teleport und noch was nicht die Mitte. Die wissen jetzt auch, dass Huni noch nicht da ist. Und vielleicht haben sie auch gesehen, dass er klein ist. Oh, der Turm hat einiges an Schaden gefressen. Ja, Bang stellt gar nichts. Das heißt, er kann aggressiv spielen, um die Sichuani-Ulti zu fließen. Muss nur sich vor den Nautilus-Ulti in Acht nehmen. Wenn die halt trifft, dann muss ich quasi Bang zurückziehen und hoffen, dass sie ein Team wie ihn peelt, bis die Ultimate ausgelaufen ist. Oh, also das ist gerade Level 16. Dann hat die 2 Sekunden. Nennig reagiert aber sehr, sehr gut. Haben auch die kürzeren Wege in ihrer kleinen Basis da. Da kommt der Smite auf die großen Minions. Werden jetzt auch nicht verteidigen. Geh lieber in die Mitte hier, ein bisschen Schaden anrichten. Ja, die Kanonenvasallen stapeln sich hier aber auch sehr mittlerweile. Schön durch die Gegend laufen. Probieren immer ein, zwei Hits auf die Türme einzugreifen. Das Problem ist halt, die Türme regenerieren sich fast gar nicht mehr. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schwach. Bang geht jetzt hier einfach locker nach vorne. Und nimmt den auch mit wahrscheinlich was. Oh, ja, das ist bitter. Da fehlen noch zwei Treffer. Oh, der Baron hält noch eine ganz schöne Weile. Oder?
Hyper Lucian ist hier wirklich gut dabei. Oh, Rain Over, der kassiert. Man merkt gar nicht, dass er den Dornpanzer trägt. Das war's. Turm ist down. SGT spielt es jetzt eiskalt runter. Fnatic muss langsam aber sicher den Fight suchen. Huni aber nicht wütend, das ist das Problem. Er muss erstmal sich so ein kleines bisschen wieder aufregen. Inhibitor unterdessen locker mitgenommen. Bang macht, was er will, wird nicht bestraft. Jetzt on the hand aktiviert, relativ random. Der Hook hat nicht perfekt gesessen. Bang kann das Ganze gut bestrafen. Ein Ebener geht hier raus. Yellowstar schon zur Hälfte abgebrannt. Schöner Schaden, immer absolut Zero. Bremst aber das ganze Team am Rainover ganz alleine. Wird von Bang mitgenommen. Huni, keine perfekte Ultimate. Wird jetzt ebenfalls nochmal zerstückelt werden, obwohl er so viel tankt. Bang nimmt jetzt eine nach dem anderen auseinander. Triple Kill hier für ihn. Twenter Gefahr ist da. Fabiven, schöne Ultimate. Kann wahrscheinlich auch jemand mitnehmen. Der Doppelschuss ist gegeben. Quadro ist down. Es ist der Twenter Kill für Bang. Wow. Super stark gemacht. Meine Güte. Der Hyper Lucian. Wenn alle auf einen drauf springen, dann ist natürlich die Reichweite von ihm egal. Na, da kommen die Doppelschüsse, da kommen die Doppelcrits. Super stark gemacht. Aber auch Fnatic verzweifelt. Vom Timing her, dass ich hingehauen und das war's. SGT1 gewinnt. Na, gewinnt. Gewinnt. Obwohl das wirklich eine schöne. Also war das beste, mit Abstand beste Spiel bisher. Fnatic Sieger der Herzen hier, definitiv. Aber man muss schon sagen, SGT weiß, mit einem riesigen Rückstand auch zurückzukommen. Ja, sie wissen einfach, wie man mit der Comp spielen kann. Hatten wir noch ein bisschen Glück, dass das Spiel so lange gelaufen ist. Ach. Ich würde jetzt gerne Reddit sehen. Ich nicht. Da ist bestimmt. Der Krieg ist da jetzt, bestimmt. Ja. Ah. Wow! Ja, das sieht man mal. Lucian ist auch sehr stark in dieser Kompetition. Das ist halt, wenn du erstmal die Items hast, um die Tanks zu töten, dann kannst du es auch machen. Aber im Midgame hast du einfach die Items nicht. Und da wäre Fnatic auch stärker gewesen. Hier wird man noch definitiv gefeiert werden. Als Warbar, ein Spitzenspiel.